Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu BioShock 2. Im letzten Part, sind wir nach wie heißt der Ort? Poppers, irgendwas. Ich hab's vergessen, tut mir leid. Ah, Poppers Drop, glaube ich, Poppers Drop. Nehmen wir es Poppers Drop. Okay. Und wir wollen jetzt weiter. Und hallo? Ich erinnere mich an dich. Du hast mir Eleanor geraubt und in eine Kreatur verwandelt, die zu krank ist, um zu sterben. Und jetzt kommst du zurück und willst mich auch holen. Nichts da, Blech-Daddy. Wenn wir dich an einer Straßenlaterne aufknüpfen und du deinen letzten Atmer röchelst, sollst du mein Gesicht sehen. Okay. An all die Leute, die Bioshock interessiert sind, habe ich Bioshock Infinite Rush gespielt. Und ich muss sagen, ich fand das Ende ein bisschen verwirrend und ziemlich strange. Aber ich denke, ich bin da nicht der Einzige, dem es so ergangen ist. Da will ich noch gar nicht hin. Wir haben geschlossen, das ist aber schade. Tja, alter Knabe, ich schätze mal, Gracie ist zu Hause. Aber dieser Kleiderschrank hat dir gerade mein halbes Hotel in den Weg gepflanzt. Und um da durchzukommen, musst du rausfinden, woher er seine Kräfte hat. Besorg dir eine Genforschungskamera, mein Junge. Mit so einem Ding kannst du dir jede Menge Tricks von den Splicern abgucken. Versuch's in dem Leihhaus Downtown. Ja, die Forschungskamera, die kennen wir schon aus Bioshock 1. Da gab's auch sowas. Jetzt muss ich hier hacken. Oh mein Gott. Easy. Nice. Oh, da waren richtig coole Sachen drin. So, wir hören uns aber natürlich noch das Tagebuch an. Poppers Drop ist das übelste Viertel in Rapture. Aber hier gibt's noch Wohnungen zu... Entschuldigung, wir kommen zu Genpark. Hier kannst du Lasmido und Tonika ausrüsten und anpassen. Ja. Wurde das Areal unterhalb ausgehoben, um Unterkünfte für die Arbeiter zu schaffen. Es sollte keine Wohngegend auf Dauer werden, aber... Wenn du in dieser Stadt pleite bist, ersäufst du nicht gerade in Möglichkeiten. Ich bleib nicht gerne länger als eine Stunde am Stück hier unten. Nirgendwo ist der Zug so abgefahren wie unter diesen Gleisen hier. Gut. Okay. Dann einmal nach rechts. Nach links. Ich lade mal nach, nur für den Fall. Habe ich mir schon gedacht, dass hier gleich solche Willis kommen. Hallo Big Daddy, ich habe nichts gegen dich. Geh bitte weiter. Ganz viel Essen, das brauche ich gerade. Oh, ein Verbandskasten, ja super. Okay, ich will nichts mit dem Big Daddy da anfangen. Deshalb gehen wir einfach schön weiter. Oh, wir haben ja wieder 40 Stück und Gesundheitsupgrade. Ein Gesundheitsupgrade. Ja, das nehme ich gern mit. Vielen Dank schön. Vielen Dank schön. Das Deutsch, Alter. Okay. Ach, hier ist wieder nur eine Genbank. Okay. Hallo. Oh, der ist geschlossen. Tja, da ist das Leihhaus. Aber es ist abgeschlossen. Ich schätze, du musst dir einen anderen... Oh mein Gott, 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 ein Vetter, ein Vetter, ein Vetter, ein Vetter. Ein Vetter, ein Vetter. Bitte verpiesel dich. Wo ist er hin? Nein, ihr seid nicht der Typ, den ich eigentlich... haben will. Welche mir? Da ist der Typ. Ah, und er ist tot. Nice. Oh, haben wir sehr gut gemacht. Haben wir sehr gut gemacht. Ist aber immer noch verschlossen. Was war denn hier? Was haben die erwartet? Die lagern hier in der Klinik genug Drogen, um einen Rhinoceros hochzuspleißen. Natürlich rennen ihnen die armen Teufel vom Pauper's Drop die Tür ein.
Mein Job ist es, mir einen neuen Code auszudenken, damit die nicht reinkommen. Und zwar ungefähr jeden zweiten Tag mittlerweile. Naja, ich werde im Fishbowl Diner drüber nachdenken. Im Fishbowl Diner? Ja, dann ab dahin. Dann ab dahin. Moment, hier ist die Kiste. Ich könnte den Big Daddy natürlich töten und ihm die Kleine abnehmen. Aber ich fühle mich dazu definitiv nicht in der Lage. Hier oder was? Oh, Bohrertreibstoff. Hallo? Türe, dankeschön. So, hier muss irgendwo was liegen, was mir weiterhilft. Ah, 0047 ist der Code. Merken, 0047. 0047, 0047, 0047, 0047, 0047, 0047, die 0, die 0 und die 4 und die 7, dann die 0, die 0 und die 4 und die 7, 9, 0, 9, 0, die 4 und die 7, und 0047, und 0047, wo muss ich, ah, da muss ich den Code eingeben, achso. Okay. 004 und die 7. Das stand sogar, aber ich hätte mir den gar nicht merken müssen. Gracie sieht das falsch. Nicht du hast Eleanor zu einer Little Sister gemacht. Big Daddy sind nur Sklaven. Und du hast dich eben erst befreit. Okay. Einmal hier hoch. Hallo! Das Fass hat gebrannt. Pass doch auf. Du kannst dich da verletzen, Junge. Und gerade noch so erwischt, ey. Kack-Kamera. Hier noch drin. Oh, Muni. Muni immer gut. Hier oben noch irgendwas. Automaten. Ah, da kann ich meine Waffen verbessern, ne? Ja. Da würde ich ganz gerne... Hitze-Upgrade. Ein interner Mechanismus erhitzt Nieten auf eine weiß glühende Temperatur, bevor sie verschossen werden. Kein Lebewesen mal wiederholt mit Schuss und Brand. Ja, geil! Ja, nice! Das finde ich immer richtig geil. Okay, weiter will ich mich jetzt nicht umgucken. Jetzt werden die einfach mal erhitzt. Von das Upgrade einer Waffe. Oh, hatte ich noch gar nicht. Okay, cool. Leute, Trophäe! Und ich als Oller Trophäen-Shangi? Ich dachte, die stirbt vorher an den Verbrennungen. Ich freue mich natürlich darüber. Auch gestern, als ich Bioshock Infinite durchgespielt habe, ne? Oh. Boah, ich ziehe einfach nichts. Das ist doch schön. Aber gut, ist halt so. Hallo. Kann ich mal in den Kühlschrank reingucken? Ne, aber die Leiche durchsuchen. Bohrertreibstoff. Und dann müssen wir... Oh, oh, wohin? Da rein. Okay. Hoppa! Lass mal die Kasse leer räumen. Ah, die Kamera! Lass die Forderungskamera halten. Drücke R2, während, wenn du dich auf einen Gegner konzentrierst. Jo. Dieses Ding ist ein wahres technikaler Wunderwerk, mein Junge. Es funktioniert wie eine Filmkamera. Schalte sie ein, bevor du das Feuer auf einen Splicer eröffnest. Dann liefert dir jeder Treffer Informationen über seine DNS. Wir üben das mal kurz, ja? Ganz genau, so ist es. Kann ich euch gleich gerne mal zeigen. Der da zum Beispiel. Hallo. Kuckuck. Ruhig jetzt. Der Kerl scheint dich nicht bemerkt zu haben. Starte die Kamera, nimm ihn auf. Und dann Hallo. Fang ich Spicer. Forschungsbonus, erhöhter Schaden plus. Gieß ihn mit allem, was geht. Plasmide. Hallo. So, mein Junge. Ich kann keine Fotos mehr von dir machen. Sich für dich, die Kamera einzusetzen, das ist schade. Weil du so erfährst, wie ein Spicer tickt. Film jetzt einen von diesen Riesenaffen. Und du wirst sehen, schon bald kannst du den Schutt vor dem Hotel wegräumen.
Okay, neues Ziel. Erforsche ein Brute-Splicer. Dann machen wir das gleich mal. Und so musste ich jetzt den hier erschießen. Skid Row. Okay. Hallo. Hallo. Okay. Gerne da. Mit dieser Kamera ist es ein bisschen wie mit einem Witz. Je öfter man ihn auf die gleiche Art erzählt, desto mehr nutzt er sich ab. Man muss variieren, damit es nicht langweilig wird. Hilfe, Big Daddy, mir jetzt. Hier ist mir gerade ein bisschen zu viel los, Leute. Der Big Daddy hilft mir wirklich. Big Daddy, ich helfe dir. Dankeschön. Oh, da ist irgendwo noch einer. Oh, der Big Daddy hat gar nicht mehr so viel Leben, ne? Entschuldigung. Das Blöde ist halt nur, dass sobald wir den Big Daddy töten, muss die Kleine halt, ne, Leichen absaugen. Aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Lust drauf, weil das ist echt hart. Oh nein. Natürlich geht mir in dem Moment alles aus. Ist hier irgendwo ein Knopf? Ist hier irgendwo ein Knöpfel? Ein Knöpfel? Nein? Scheiße. Hilfe! Mann, ich war doch so ein Knöpfel. Hallo. Was hast du da zu suchen? Oh Gott, der hat alles in Brand gesteckt. Nein, nur noch 9 Sekunden. Oh. Diesen Giganten. Wirf die Kamera an, filme ihn und dann deck ihn ordentlich ein. Okay, das machen wir noch. Suchen wir uns erstmal ein bisschen davon. Das war, glaube ich, gar nicht so scheiße. Das Blöde ist nur, ich habe kein Leben mehr. Aber gut, passiert halt. Passiert schon mal. Weil hier sehe ich doch ein bisschen was zu essen. Da kann man sich ja mal ein bisschen bedienen. Okay. Hallo? Ja, will glauben. Muss ich den jetzt nochmal fotografieren? Hö, wo bin ich denn jetzt? Okay. Das ist das euer Ernst? Geh weg. Hallo. Hä, wo soll? Ach, da ist er. Warum hat er wieder volles Leben? Fällt mir nicht. Kann das sein, dass er sehr anfällig gegen meinen Bohrer ist? Jawohl! Nein, jetzt bin ich schon wieder tot. Ah, damit. Der war verdammt anfällig gegen meinen Bohrer. Hallo, Kleiner. Sieh mal an, Junge. Du bist ja ein richtiger Profi-Filmer. Und mir scheint, du hast dir von dem Riesenbaby einen neuen Trick abgeholt. Oh Gott, ich hab gar nichts mehr. Geh jetzt wieder zum Sinclair. Schmeck mein Bohrer. Schmeck ihn. Durch den Schutt. Schmeck ihn. Schmeck ihn. Schmeck ihn. Puh! Okay. Den hack ich mal. Ups. Ich hab gesagt, den hack ich mal. Dankeschön.
Hallo, Big Daddy. Okay. Was war jetzt meine Aufgabe? Entsorge den Schutt im Sinclair Deluxe. Okay. Okay. Ja gut. Leute, wir haben einen Kollegen. Hi. Oder würde ich sagen, wir haben endlich mal die Kamera. Haben jetzt schon ein bisschen herausgefunden über Fuggish Splicer und diesen fetten Splicer. Den gab es im ersten Teil noch nicht, die fetten. Und ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, schaltet im nächsten Part wieder ein. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin, tschüss.